Anhört, dass nicht zurückgeblieben wäre. Oh Leute, es ist wieder Gewinnerzeit. Willkommen zur Gewinnerauszählung des letzten Giveaways. Ich fange direkt beim letzten Skin an, also praktisch beim kleinsten Skin und arbeite mich dann hoch zum krassesten. Die StatTrak MP7 Armor Core wurde gewonnen von, jetzt pass auf, The Scope. Viel Spaß damit, The Scope. Viel Spaß damit. Guck mal hier, Alter, ist das nicht ein geiles Wäffelchen? Die sieht so ein bisschen schick aus, oder? Kann man echt nicht sagen. Ich kann gar nicht aufhören, die Ohren zu gucken. Als nächstes haben wir die StatTrak Negev Desert Strike in Factory New. Hier am Start, obwohl es ein bisschen kaputt aussieht. Warte mal kurz. Factory No. Diese wurde gewonnen von, und jetzt passt auf, Lukas Schmidtke. Lukas, viel Spaß mit der Waffe. Guck mal, da steht sogar vorne Negev drauf. Du kannst es nicht verwechseln. Ein edles Teil, aber spielen sie nicht so oft. Denk dran, wenn man das spielt, ist man entweder ultra am Gewinnen und will die Leute einfach nur fertig machen. Also man will ihnen zeigen, Alter, wir gewinnen so oder so. Oder man ist ein Dödel. Wenn man da drauf spart und die in dem Matchmaking spielen. Ich will nicht wissen, was die Mates dann sagen. Als nächstes haben wir die Tech-9 Re-Entry. Diese ultra schicke, fette Wumme. Ihr wisst noch, mit den Flammen und sowas. Damit macht ihr auf jeden Fall den ersten Kill, ist ganz klar. Diese Waffe hat gewonnen. Ah, fuck, mein Zettel. Diese Waffe hat gewonnen. Juli 2011, Mann. Man. Yeah, viel Spaß damit, Juli. Mach die ersten Frags und verbrenn dich nicht. Des Weiteren haben wir die AWP Wormgod am Start. Hat die nicht sogar einen Sticker? Da ist sogar ein Sticker drauf. Guckt euch an. Fast mal obacht, wer die gewonnen hat. Ihr werdet das nicht glauben. Der Levin. Levin Thies. Lewin, Levin, schwierig auszusprechen. Heißt es Levin einfach? Levin? Ja, ne? Ist jetzt nicht so ein Ami-Name, oder? Ist es Ami-Name? Na gut, Levin Thies, du hast die AWP Wormgod gewonnen. Ich sag euch gleich nach der letzten Waffe, wie ihr die Sachen auch dann bekommt, wie ihr an die Waffen rankommt, ne? Und dann haben wir hier noch die AK-47 Redline. Ich weiß nicht genau, welche es war. Die mit den drei Stickern, die mit dem einen oder die mit gar keinen Stickern. Ich muss gleich nochmal ins Video reinschauen, aber auf jeden Fall ist sie viel testet. AK Redline wurde gewonnen von... Bangman, der Bangman. Monsieur Bangman, du hast die AK-47 Redline gewonnen. Ein richtig geiles Teil. Ich wünsche allen Gewinnern viel Spaß mit den Skins. Wie ihr an die Skins kommt, fragt euch jetzt vielleicht. Ja, ich schicke euch per Post. Quatsch. Und zwar, ihr schreibt einfach unter dieses Video. Oh, ich habe gehört, ich habe gewonnen. Wow. Und schreibt mir dann hier unter dieses Video euren Steam. Link, nicht den Trade-Link, einfach euren Steam-Link. Also, wenn ich auf den Steam-Link draufdrücke, komme ich auf euer Profil, da sehe ich dann euer Namen, da sehe ich euer Profilbildchen und da kann ich euch gegebenenfalls adden, falls wir uns nicht schon haben. Aber da wir ja schon vor längerem gesagt haben, dass mehr die Leute einbezogen werden in die ganzen Geschichten, die eben schon in der Community sind, habe ich wahrscheinlich den Großteil schon in Steam. Egal, schickt mir euren Steam-Link, ich adde euch, falls es notwendig ist und falls nicht, schicke ich euch einfach die Waffe hinüber. Ihr habt jetzt Zeit bis, was für ein Tag haben wir heute? Was ist überhaupt für ein Jahr? Ihr habt Zeit bis 1987. Nicht. Ich weiß gerade echt nicht, was wir für einen Monat haben. Ich bin so ein bisschen verpennt gerade. Was ist denn überhaupt? Juli war ja gerade. Ihr habt 14 Tage Zeit, nachdem dieses Video erscheint. Wie sich das anhört. Dass nicht zurückgeblieben wäre. Nach dem Erscheinen des Videos habt ihr 14 weitere Tage Zeit. Das Erscheinungsdatum dieses Videos zählt nicht mit hinein. Nach diesem Tag habt ihr dann 14 weitere Tage Zeit. Werk wie auch Feier- und Sonn- und Wochenendtage. Alles. Schreibt ihr drunter. Oh, guck mal da, du hast mein Link. Ich würde sagen, für die krassen Gewinner und für die geilen Skins und für die zukünftigen Skins kann man auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben.